Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Abgeordnete Kai Richard. Liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Infrastruktur war ja 2016, 2017, wir erinnern uns alle daran, das wichtigste Thema im Land, und zwar deswegen, ich will das mal positiv ausdrücken, weil es hier das weitaus größte Potenzial an Verbesserung für die Menschen in Schleswig-Holstein gab. Das betraf ganz prominent die Straßen, aber auch die Radwege und die Schienenverbindungen. Und in allen Bereichen, denke ich, kann man jetzt das Resümee ziehen, Jamaika war ein großer Gewinn für dieses Land. Denn wir von der Jamaika-Koalition haben uns nicht nur vorgenommen, in den Infrastrukturprogrammen im Land voranzukommen, sondern es tut sich auch tatsächlich was. Denken Sie zum Beispiel an das Landesstraßensanierungsprogramm. Vor 5 Jahren glaubte noch jeder Schleswig-Holsteiner und auch jede Schleswig-Holsteinerin, die schlimmste aller Straßen mit den dicksten aller Schlaglöcher bei sich im Kreis zu haben. Heute glaubt jede und jeder, dass er in den vergangenen 5 Jahren am stärksten von Baustellen betroffen war oder aktuell noch betroffen ist. Und wer 2018 nach Norden oder wer seit 2018 nach Norden fährt, egal ob auf der B5, das ist an der Westküste für unsere südlichen Kollegen, oder auf der A7, der sieht nächtens immer wieder hell erleuchtete Bahndämme. Das ist das 150 oder 160 Millionen Euro Sofortprogramm der Bahn. Das hat Jamaika zwar nicht direkt angeschoben, aber es ist ein direktes Ergebnis von Härte und Beharrlichkeit, die der Minister Buchholz der Bahn gegenüber gezeigt hat, um die Qualität auf den schleswig-holsteinischen Trassen endlich zu verbessern. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das vorher schon irgendein Minister aus Schleswig-Holstein erreicht hätte. Heute nun bitten wir die verantwortlichen Menschen in der Bundesregierung und bei der Bahn, unsere Anstrengung zu würdigen und die Anbindung von Schleswig-Holstein mit durchgängigen, eigenwirtschaftlichen Fernzügen zu erhalten. Warum tun wir das? Der aktuell vorliegende Entwurf des Zielfahrplans zum Deutschlandtakt sieht für die Lübecker Bucht keine Halte von Fernzügen mehr vor und die Anbindung der Westküste wurde herabgestuft. Und das wird ganz einfach der Bedeutung dieser Orte nicht gerecht. Nicht erst seit der Pandemie sind diese Orte und Regionen starke touristische Destinationen und die Erreichbarkeit per Zug, auch von Urlaubszielen, wird immer stärker nachgefragt und das finden wir auch gut. Es ist absolut in unserem Sinne, wenn die Urlauberinnen und Urlauber bequem per Bahn anreisen. Wir unterstützen das sogar. Denken Sie zum Beispiel an die Elektrifizierung von Nibel-Dagebüll. Wir brauchen attraktive Verbindungen und eine Rückstufung ist da wahrlich das falsche Signal. Es kann ja auch keiner von uns, den Menschen aus Süddeutschland, verdenken, dass sie gerne zu uns kommen. Ich meine, Sie haben ja recht, dass die Erholung zwischen Nord- und Ostsee hier gesucht wird. Und wir freuen uns auch über unsere Gäste. Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in unserem Land. Und bequeme Zugverbindungen sind wichtig für einen funktionierenden Tourismus. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das Besondere? Was ist denn das Alleinstellungsmerkmal der Bahn? Es ist der schnelle Transport von vielen Menschen über weite Strecken. Und es ist der schnelle Transport von vielen schweren Gütern über weite Strecken. Auf Schienen, Herr Habersaat, das ist augenfällig, aber danke für den Hinweis. Das kann man übrigens auch historisch gut nachvollziehen. Stellen Sie sich zum Beispiel mal die Besiedlung des amerikanischen Westens ohne die Eisenbahn vor. Und auch das Zusammenwachsen des europäisch-asiatischen Kontinents ist ohne den Eisenbahnbau vor allem im 19. Jahrhundert undenkbar. Und auch für uns hier und heute ist der Tourismus nur eine Dimension, warum wir auf die Eisenbahn setzen. Natürlich geht es dabei auch um Pendlerinnen und Pendler. Viele Menschen pendeln tagtäglich aus Schleswig-Holstein nach Hamburg oder nordwärts nach Dänemark. Und wir bemühen uns, den Alltag für diese Menschen stets besser und bequemer zu machen. Aber die Bahn ist auch wichtig für unsere ganz eigenen ambitionierten Ziele, die wir mit diesem Land haben. Wir wollen Schleswig-Holstein wirtschaftlich stark machen. Wir wollen den Dornröschenschlaf der letzten 40 Jahre beenden und die Aufholjagd zu den wirtschaftlich starken Ländern im Süden, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, endlich starten. Wir wollen die Industrie hier bei uns entwickeln und neue, gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen Schleswig-Holstein zu einem Ort herausragender Forschung und herausragender Lebensqualität machen. Und dafür tun wir viel. Für all diese ambitionierten Ziele ist die attraktive Erreichbarkeit mit der Bahn ein deutliches Prä. Heute und mit diesem Antrag geht es um die Anbindung mit Fernzügen, die wir erhalten wollen. Davon alleine hängt die Entwicklung von Schleswig-Holstein nicht ab. Aber dieses Mosaikstück ist ein wichtiges Mosaikstück. Und
Liebe Schleswig-Holsteinerinnen und liebe Schleswig-Holsteiner, auf eins können Sie sich verlassen. Wir kämpfen immer auch um jeden einzelnen Vorteil und für unser Land und für seine Chancen. Und ich freue mich aufrichtig über die signalisierte Zustimmung der SPD. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Vielen Dank. Applaus